Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin dafür auf Diagon Hunt-Ticket und heute habe ich das Spiel Tap Titan 2. Ich werde es mal starten. Vollbit rein. Ja, ich habe meinen alten Account wieder. Jetzt weiß ich, wie das geht mit den Abspeichern. Problem ist nur, der speichert immer nur den einen Punkt ab. Ich kann gleich sagen, wie er heißt. Was ich letztes Mal nicht gemacht habe. Und zwar... wie hieß der Punkt nochmal? Ah, hier. Dieser Punkt. Wenn ich das mache, wird gespeichert. Sonst fängt er immer wieder bei Level 1 an. Ich probiere, bis zum Speicherpunkt zu kommen. Am Abspeichern. Und das war's dann. Das ist mein tägliches Ziel heute. Gibt es auch Tagesaufgaben. Mein Punkt ist, nur dahin zu kommen. Auf Stufe 60. Also es könnte ein bisschen dauern. Man wird auch nicht viel sehen. Immer mich als erstes aufzuwerten, damit ich natürlich stärker werde und weiterkomme. Ja, Hilfe, Hilfe, ich helfe dir. Schon Level 28. So, ja, ich muss nicht Level 60 sein, sondern hier oben muss ich auf Level 60 sein. Hole ich den meinen nächsten Kameraden. Aber normal ist es besser, wenn du auswertest, aber das mache ich ja nicht. So, mein nächster Kamerad ist. Oh, hier. Yippie! Ich habe eine Mütze. Ausrüstung. Den wollte ich holen. Da ist er. Der nächste kommt bei 800.
schauen, auf welches Level ich bin, wenn ich hier oben auf dem Level 60 bin. Kommt bei 4000. Oh, ich bin gleich bei 4000. Manche Monster sehen auch richtig süß aus. Ein Jedi. Ein Jedi. Eine Kakerlake. Die muss weg. Ich habe einen Brief. Okay, ich bin bei 4000. Der nächste Held ist bei 28.000. Schneller, schneller. Bin schon bei Level 29. So, die Hälfte habe ich schon hinter mir. Fortschritt. Achso, ich wollte ja meinen neuen Helm holen. 28, dann ist er. Zack. Und der nächste ist bei 22 Millionen. Na, ich glaube, das schaffen wir nicht. Nein, danke. Thank you.
mein Daily, meine Daily ist fertig. Der Schnittfisch. Ja, aber warum dauert das bis der nächste? Also, warum ist der Unterschied zwischen den und den nächsten Helden so groß? 22, da war 22.000 und dann 22.000. Das ist ein schon heftiger Unterschied. Brauche ich doch gar nicht. Ach, das ist ein Gegenstand. Ach, wieder Kopf. Der ist um 0,002 besser wie der andere. War doch bei 22 Millionen, ne? Ja. Verrückt. Ich denke mal, wenn ich Level 60 bin, also hier oben in Level 60, habe ich aber noch nicht den anderen. Vielleicht bin ich erstmal bei Level 40. Go, go, go! Ach, immer mit der Werbung. Okay, gleich bin ich Level 40. Wieder der Kapellarkeitsbus. So. Backdoor. Super. Okay, ich bin bei 3 Millionen schon. Und jetzt geht es schon wieder viel leichter. Ich möchte abspeichern. Ich glaube, mein höchstes Level war 120 oder irgendwie mit 140, 120 so in den Dreh irgendwie. Und weiter hat ihn noch nicht gespielt.
weil ich mir sowieso gedacht habe, ist sowieso bald wieder weg. Da brauche ich ja nicht weiterspielen. Trotzdem ab und zu mal habe ich reingeschaut, weil es so zum Entspannen das Spiel eigentlich. Man sieht, man kommt vorwärts. Kann so ein bisschen ausrüsten. Das war die Daily gewesen. Vielleicht gibt es einen Erfolg. Ein Geschenk. Wie weit wart ihr bei diesem Spiel? Also hier oben, im obersten Level. Oh, ich bin jetzt schon. Jetzt geht's langsam ein bisschen schneller mit dem Geld. Mit 22 Millionen Gold. Ja, wenn ich das habe, dann kaufe ich auch gleich. Okay, dann muss ich erstmal schon, dass ich auch so weit bin. Und dann kaufe ich den. Kriegen wir den noch? Könnte wahrscheinlich doch noch werden, dass wir den sehen. Den nächsten Helden. Ich muss zu wenig Geld, die kleinen Bosse. Ich kriege nur das richtige Geld beim großen Boss. Okay, man kann eigentlich sagen, dass das hier sind die Trash-Mobs. Ich werde nur verprügelt. Da kommt ein Boss. Beim letzten Boss habe ich gekriegt, aber beim letzten Trash Mob 0,8 Millionen. Und der gibt mir jetzt, schauen wir mal. Wow. Ein bisschen mehr. Ich glaube, das waren 6 Millionen, die ich vorhatte. Und dann hatte ich 24 Millionen. Also 18 Millionen hat er mir gegeben, der Boss.
Hier geben die Ads auch schon wieder 0,9 Millionen. Wieder ein bisschen mehr. Ist ja klar, dass es immer ein bisschen mehr wird. Sonst kommt man ja einfach mal gar nicht mehr weiter. Aber es dauert immer länger, bis die Ads gekillt werden. Ich wollte auch noch Level 60 erreichen. Da. Das wird zum Beispiel ganz knapp. Bei 18 Millionen. Oh, ein Schwert haben wir jetzt. Ist cool. Wieder ein bisschen mehr Schaden. Also, das ist das hier. Bearbeiten, kann man Hintergrund ändern. Schwarz-Weiß oder den großen Steppe. Das Bild. Speichern. So, fertig. Weiter geht's. Level 50. Noch 10 Level. Boss muss ich alle drei benutzen auf den Garten. Ich glaube, das war für mehr Geld. Ich habe meine 22 Minuten erreicht. Dann kommt jetzt der neue Held. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den noch sehe. Aber ich glaube, den sehen wir nicht. 268 Billionen. Heftig. Ah, da ist der Boss. Benutzen, benutzen, benutzen. 28 Sekunden habe ich Zeit. Gibt es extra Gold? Jetzt habe ich auch gerade keine Zeit irgendwie. Das macht mich ja richtig stark. Okay, das hat gelaufen. Okay, dann werden wir mich mal wieder ein bisschen aufwerten. Fähigkeit. Freischalten. Anwenden. Chill. Da gibt es noch Kriegsherr, Zauber, Schurke. Ich bin jetzt erstmal auf Ritter gegangen. Okay. Hier ist noch eine.
Erfolg. Jetzt geht's wieder voll schnell. Das ist auch kein Problem. Nice. Bei 12 Billionen kann ich die nächste Fähigkeit freischalten. Ja, okay, das. 12 Billionen. Oh, der Boss wird schon wieder schwerer. Ich glaube, den nächsten will ich dann auch noch mal schaffen. Danach. Ganz knapp. Level 60, genau das. Das ist unser Ziel. Wieder ein Helm. Ach, was soll mit den ganzen Helmen? Und wieder ein Erfolg. Yippie. Ah, ich muss die Dingens hier oben kaputt machen. Oder? Ne, das reicht, wenn ich die kaputt mache. Gut. Ah, ich sind hier so weit. Gleich kommt der Speicherpunkt. Muss wieder von neu anfangen. Noch ein Da ist der Boss. Jawohl, den schaffe ich. Super. Und tada! Zum Speichern haben wir jetzt den Punkt gekriegt. Steht, dass man dann hier gespeichert wird. Man kann 99 mal täglich speichern. Oder was heißt das? Egal, benutzen wir. Ja, sicher. Muss ich erst mal speichern. Da bin ich. Ein Artefakt. Wow. Dann rüsten wir noch unseren kleinen Helden einmal aus hier. Der ist so viel besser hier unten. 1,2, da ist 1,09. Ein
1,016. Jawohl. Und hier haben wir. Kann man die anderen Sachen nicht irgendwie zerstören? Kaufen kann man. Best ausgerüstet, den verkaufen. Und der ist ausgerüstet, den verkaufen. Zwei Erfolge haben wir noch. Na gut. Was ist da jetzt noch? Nochmal drei Sachen gekriegt. Schön. Und da auch noch was. Ein Kleid. Ich hoffe, das Kleid ist nicht stärker wie meine andere Rüstung. Fangen wir mal an. Schwert, da haben wir nichts. Hier haben wir mein voriger. Ist besser als verkaufen wir den. Der ist besser. Ausrüstung. Gott sei Dank. Da war nichts. Und hier haben wir. Ja, der neue ist besser. Kaufen. Gut. Herstellen kann ich auch noch was. Ah, da brauche ich diese Dinge des Moments. So, das war's dann für heute. Der bleibt bei mir. Schön. Freut mich. Und den Relikt haben wir noch. Zerlegen. Gut. Oh, ich kann noch eins holen. Wie viele Relikte kann ich denn haben? Bringt das was, ein Relikt zu verbessern? Ah, der nächste Kolben kostet sowieso 6. Relikt. Nächste noch einmal entdecken. So, also es ist Level 1, 50, 1,4. Oh, 100. Und 2,03. Also es ist jetzt nur ungefähr 0,6 stärker geworden. Aber mein Artefaktschaden, der ist heftig. Um 100% gestiegen.
dann mache ich noch das einmal kaufen und das einmal. Und das nächste wäre jetzt nur mit meinem Minz. Mein Minz? Mit meinen Minions den Gegner zu schlagen. Ich habe es jetzt einmal geschafft. Ganz locker easy. Obwohl, da waren zwei, drei schwere Stellen gewesen. Aber ich habe es geschafft und als nächstes probiere ich nur mit Minions. Aber nicht mehr heute. Das wird mir so lange dauern. Gut, dann werde ich das Spiel jetzt abbrechen und sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.